So, da sind wir wieder. Hallo, ihr Lieben. Diesmal grüßen wir ganz herzlich aus Sachsen-Anhalt. Und zwar genau aus Bitkau. Bitkau liegt direkt an der Elbe und an diesem schönen Fleckchen gibt es einen ganz tollen Campingplatz. Genau, das ist das Familiencamp oder Family Camp Kellerwil. Dieser Platz liegt direkt am Elberadweg und den stellen wir euch nachher oder im folgenden Video gerne einmal vor. Und wir nehmen euch jetzt mit auf unserer Radtour direkt an der Elbe entlang, haben dazwischen zwei Fährüberquerungen über die Elbe. Ja, und den Rest zeigen wir euch im Video. Genau, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Wir sind aus Berlin kommend über die B5 und die B188 an Rathenow vorbei bis nach Tangermünde gefahren. Dort kurz nach der Elbbrücke ging es dann entlang der Elbe bis kurz vor Bitkau. Spätestens, wenn ihr eine weiße Kuh mit roten Gummistiefeln seht, geht es links ab. Jetzt erstmal aus der Luft eine kleine Übersicht über die Lage des Platzes. Das Family Camp Kellerwil liegt in Sachsen-Anhalt im Herzen der Altmark und befindet sich genau zwischen der Elbe und dem wohlbekannten Elbe-Radweg. Zur tausendjährigen Kaiserstadt Tangermünde sind es ca. 16 Kilometer, die schön mit dem Rad durch die kleinen Elbdörfer oder direkt am Deich zu erreichen ist. Also ganz wichtig, bringt eure Fahrräder mit. Zu den Stellplätzen sei zu sagen, dass sie sich auf Wiesengrund befinden und mindestens 100 Quadratmeter groß sind. Für jeden Stellplatz gibt es einen eigenen Stromanschluss, abgesichert mit 16 Ampere. Wasserzapfstellen gibt es in unmittelbarer Nähe der Stellplätze, also Gießkanne und Wasserschlauch nicht vergessen. Weiterhin verfügt der kinderfreundliche Platz über Blockhäuser, Pipowagen, Ferienzimmer und Ferienwohnungen. Auch nicht alltäglich, der platzeigene Angelteich lädt zum Angeln ein. Die Tageskarten hierzu bekommt man in der Gaststätte. Aber bevor es auf dem Platz weitergeht, laden wir euch ein zu einer kurzen Radtour nach Tangermünde und wieder zurück. Die beiden am Anfang angesprochenen Fährverbindungen haben wir nicht genutzt, da wir die Elbe nicht überqueren mussten. So, nun genießt mal die Bilder an der Elbe. Ba 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 ba.
Tangermünde war im Mittelalter Kaiserpfalz und im 15. Jahrhundert Residenz der Kurfürsten von Brandenburg, bevor sie Richtung Berlin-Potsdam umzogen. Aus dieser Zeit stammen die Burg und die Stadtbefestigung. Auf der Burg Tangermünde brachte 1362 der Erzbischof Dietrich von Magdeburg den sogenannten Magdeburger Landfrieden für Nordostdeutschland zustande und schloss mit Kaiser Karl IV. Am 28. April 1374 einen Vertrag, worin er auf Mecklenburg verzichtete. . 1615 verwüstete ein Stadtbrand fast die gesamte Stadt. Zwei Jahre später wurde das Waisenkind Grete Minde in einem Schauprozess wegen Brandstiftung verurteilt und auf dem Markt hingerichtet. Der Wiederaufbau der Stadt erfolgte in den Folgejahren in aufwendiger Fachwerksarchitektur. Am 1. Juli 1631 eroberte Gustav Adolf die Stadt, die seither an Bedeutung verlor und sich zu einem einfachen Landstädtchen zurückentwickelte, aber ihr einheitliches Stadtbild bis heute bewahrte. Am 20. Oktober 1806 hatten die Preußen auf ihrem Rückzug hier Gefechte mit den Franzosen. Wie die große Nachbarstadt Stendal war auch Tangermünde einst Mitglied der Hanse. So, das war etwas Geschichte um Tangermünde. Um eines vorwegzunehmen, von der Innenstadt haben wir so gut wie keine Aufnahmen, da es sich ja eigentlich hier um den Campingplatz und den Elberadweg dreht. So, dann ging es nach kurzer Stärkung wieder zurück auf dem Elberadweg Richtung Family Camp Kellerwil. So, wieder zurück können wir euch auch mal die Müllentsorgung am Anfang des Platzes zeigen. Gleich daneben könnt ihr euer Grauwasser bzw. eure Chemietoiletten entleeren. Rechts das Gebäude beherbergt die sanitären Anlagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Natürlich freuen wir uns über ein Like und ein Abo. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, Nachbarn.